Hier kommen wir jetzt zum Einrichtungsassistenten. Deutsch ist schon voreingestellt. Willkommen bei Ledger. Wir machen hier die ersten Schritte. Ein herzliches Willkommen auf unserem YouTube-Kanal hier bei Blockfeller. Hier bei uns dreht sich alles rund um die Themengebiete Finanzen, Wirtschaft, Technologie und Blockchain. Speziell ist es unser Anliegen, euch zu zeigen, wie ihr persönlich davon profitieren könnt und wie ihr bei dieser Revolution oder bei dieser Veränderung, die gerade am Markt passiert, für euch das meiste dabei rausholen könnt. Aufgrund unzähliger Anfragen auf der Community, und es geht ja nicht nur immer ums Kryptos verdienen oder ums Investieren, es geht in diesem Video ganz speziell darum, wie lagert man Kryptos richtig oder wie speichert man Kryptos. Dafür gibt es im Kryptobereich sogenannte Hardware-Wallets und das ist auch das Thema unseres heutigen Videos. Und zwar werden wir nicht speziell über Hardware-Wallets allgemein sprechen, das machen wir nur am Anfang ganz kurz, damit ihr einen kurzen Einblick bekommt. Wir werden heute ein Hardware-Wallet in Betrieb nehmen und werden uns anschauen, wie das funktioniert. Auf unserer Webseite www.blockfeller.com findet ihr unter den Empfehlungen unser empfohlenes Hardware-Wallet in dem Bereich der Ledger Nano X oder XS. Das ist halt ein teureres Modell, was ein bisschen mehr kann. Wir haben mit dem Ledger Nano X sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, verwenden den schon sehr, sehr lange. Aber warum braucht ihr überhaupt ein Hardware-Wallet? Ganz, ganz wichtig ist, eure Coins sind nicht auf dem Hardware-Wallet gespeichert oder generell auf dem Wallet. Ein Wallet ist nichts anderes als euer Zugang zur Blockchain. Seht es wie ein Tor zur Blockchain und das ist eure Schnittstelle, mit der ihr mit der Blockchain interagieren könnt. Das ist sowas wie so ein Human Device Interface, so in meiner Sprache ein wenig ausgedrückt. Das bedeutet, ein Wallet ist nichts anderes wie euer Tor zur Blockchain. Deshalb ist es auch so, dass eure Coins immer auf eurem Wallet in der Chain gespeichert und abgelegt sind. Das bedeutet, solltet ihr euer Wallet mal verlieren, zum Beispiel am Telefon ein Wallet haben und das Telefon verlieren, dann sind eure Coins per se nicht weg, denn ihr könnt das wiederherstellen, indem ihr die sogenannte Seed verwendet. Wenn ihr ein Wallet anlegt, nur ganz kurz nochmal zusammenfassend oder wiederholend, wenn ihr ein Wallet anlegt, bekommt ihr immer einen Public Key. Das ist ähnlich eures IBANs, eurer Kontonummer, das ist öffentlich. Ihr bekommt immer einen sogenannten Private Key dazu. Das könnt ihr ein wenig sehen wie im Telebanking die TAN-Nummern. Also mit dem Private Key kann man auch von eurem Wallet wegbuchen. Und dann gibt es einen dritten Baustein, den ihr bekommt. Und das ist die sogenannte Seed. S-E-E-D geschrieben, aus dem Englischen, die Saat in Deutsch. Und die Seed sind zwischen 12 und 24 Worte. Das ist unterschiedlich je nach Coin-Blockchain. Und mit der Seed könnt ihr was? Ihr könnt euer Wallet wiederherstellen, solltet ihr den Zugriff darauf verloren haben oder solltet ihr generell das Endgerät verloren haben. Diese drei Dinge bekommt ihr bei einem Wallet. Ganz wichtig, nur der Public Key, die Adresse ist öffentlich. Private Key und Seed solltet ihr niemals mit jemandem teilen oder öffentlich machen, denn dann kann man von eurem Konto wegbuchen. Ganz, ganz wichtig ist, dass genau dieser Private Key jetzt, der wird von sogenannten Hardware Wallets gespeichert. Das bedeutet, der Schlüssel zu eurem Wallet an der Blockchain, mit dem man dann wirklich Buchungen vom Wallet weg durchführen kann, genau diese Schlüssel, dieser oder diese, je nachdem wie viele Coins ihr besitzt, verschiedene, diese Schlüssel werden auf dem Hardware Wallet gespeichert und bieten einfach einen sehr, sehr sicheren Schutz, wo ihr eure Kryptos aufbewahren könnt. Stellt es euch so vor, die Blockchain ist wie ein Tresor. Dieser Tresor ist sehr, sehr sicher. Die Frage ist nur, was macht ihr mit dem Schlüssel zum Tresor? Und diesen Schlüssel kann man selbst nochmals in einen Tresor legen mit einem Zahlenkombinationsschloss und das wäre dann de facto ein Hardware-Wallet. Das heißt, eine sehr, sehr sichere Art und Weise, euren Private Key aufzubewahren. Wenn wir uns jetzt hier, haben wir uns einen Ledger Nano X gekauft. Wir haben ihn geliefert bekommen. Ich habe ihn schon ein bisschen angeboxt und ausgepackt. Im Endeffekt findet ihr darin, ganz, ganz wichtig sind die drei Karten, wo man die Seed aufschreiben kann. In dem Fall geht die Seed 24 Worte lang.
Ganz, ganz wichtig, die Seed wird nicht fotografiert oder sonst irgendetwas, denn das wird alles elektronisch synchronisiert. Die Seed wird wirklich ganz alte Manier, klassisch aufgeschrieben. Man sieht es hier, man kann hier 24 Worte erfassen und diese hat man dreimal, damit man es unterschiedlich aufbewahren kann. Was noch drinnen ist, ist natürlich der Ledger selbst. Schaut im Prinzip nicht viel anders aus wie ein USB-Stick. Natürlich ist ein Anschlusskabel noch dabei. Und sonst natürlich noch ein bisschen Produktbeschreibung und so weiter, was man mit einem Ledger so machen kann. Im Endeffekt hat er zwei Tasten. Ledger hat hier eine Taste und hier eine Taste, also auf beiden Seiten. Und einmal vor, einmal zurück. Und wenn man mit beiden drückt, bestätigt man oder schaltet ihn ein, / aus, wenn man länger oben bleibt. Schaut man sich diesen Quick Start Guide von Ledger an, wird hier empfohlen, auf ledgercom.start zu geben. Und das haben wir hier gemacht, ledgercom.start. Und wir wählen hier unter Downloads die Windows-App aus. Warum? Weil wir aktuell an einem Windows-Rechner sind. Wenn wir das downgeloadet haben, starten wir das Programm. Dann sagen wir, ja, ihr könnt das sehr gerne installieren bei uns. Dann läuft die Installation und er sagt nun Ledger Live ausführen und wir sagen ja. Das bedeutet, vom Ledger, vom Hersteller Ledger, heißt die Software Ledger Live. Und mit der Software Ledger Live kann man eben, das ist eben die Schnittstelle von eurem Computer zu eurem Hardware Wallet. Ja, hier kommen wir jetzt zum Einrichtungsassistenten. Deutsch ist schon voreingestellt. Wir kommen bei Ledger. Wir machen hier die ersten Schritte. Wir haben uns ja das vorher schon mal durchgelesen, das sind relativer Standard im Bereich Datenschutz und AGBs. Jetzt gehen wir zur Ledger-App. Welchen Ledger haben wir gekauft? Wir haben uns einen Nano X gekauft. Ja, wir finden den Nano X zum ersten Mal. Und hier gibt er uns noch ein bisschen Information. Transaktionen validieren. Okay, los geht's. 30 Minuten Zeit sollten wir circa einplanen, den Stift, damit wir eben, wie gesagt, die Seed und sie sollten alleine sein. Warum? Weil der Private Key und die Seed hergezeigt wird und das sollten wir nicht gemeinsam machen. Hier, okay. Erste Schritte. Nehmen Sie den Ledger her und schließen Sie ihn mit dem Kabel an den Computer an. Das werden wir selbstverständlich sofort durchführen. Jetzt müssen wir einen PIN-Code auswählen am Ledger zwischen 4 und 8 Stellen hat dieser PIN-Code. So, und jetzt kommt Write down your recovery phrase am Ledger direkt selbst zu machen. Ja, und jetzt sagt er mir am Ledger, dass er 24 Worte generieren wird, die er uns zeigen wird. Und jetzt zeigt er uns die 24 verschiedenen Worte an und wir müssen diese Worte selbstverständlich niederschreiben. Your device is ready, sagt er mir jetzt. Und dann go to Dashboard. Das bedeutet hier, nächster Schritt. Den PIN-Code haben wir schon ausgewählt. Die Wiederherstellungsphrase, die Seed, haben wir uns gerade aufgeschrieben. Darum können wir dort drüber gehen. Genau, okay, bin ich fertig. Die Kryptos werden auf der Blockchain gespeichert. Und wenn der Wiederherstellungssatz nicht mehr präsicher oder privat ist, kann dir Ledger keine Kopie schicken, deine Kryptos sind dann nicht mehr sicher. Ist mein privater Schlüssel? Okay. Meinen Nano prüfen. Und jetzt sehen wir genau dieses Zeichen am Ledger und wir sagen, alles gut, okay, nochmals weiter. Und jetzt werden wir zu My Ledger wechseln, weil es sofort ein Update gibt. Das sagt er uns hier, wir sind jetzt bereits auf der Ledger Live Software, der Ledger ist eingerichtet. Und jetzt wird der Ledger in seinen Daten gerade ausgelesen, da sagt er uns den aktuellen Stand. Okay, ich habe meine Wiederherstellungsphrase zur Hand. Warum? Ihr solltet das immer, die Wiederherstellungsphrase haben, falls bei einem Firmware-Update, also bei einem Update vom Ledger selbst,
irgendetwas schief geht, dass ihr, wenn ihr einen neuen kauft, diesen auf den alten wiederherstellen könnt. Ja, das solltet ihr unbedingt machen. Ja, also die Seed ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es mir jetzt nur einmal auf einer Karte aufgeschrieben, werde es aber auf noch eine Karte schreiben, um einfach es an zwei Stellen positionieren zu können. Hier sehen wir jetzt, dass das Update heruntergeladen wird. Am Ledger, nur für euch, seht ihr den gleichen Prozentsatz, aktuell mit 95% und er zählt hinauf. Am Ledger müssen wir jetzt wieder bestätigen, manuell, dass wir dieses Update haben wollen. Jetzt wird der Ledger aktualisiert und jetzt wird, sieht man hier Processing und die Prozente zählen hinauf. Jetzt sind wir gleich bei 100% und das Ganze ist erledigt. Jetzt will er unseren PIN-Code haben. Den PIN-Code haben wir ihm gegeben und die Firmware ist aktualisiert. Jetzt können wir hier sagen, installieren Sie Apps. Jetzt liest er aus, was auf meinem Ledger schon alles gespeichert ist. Und dort können wir, jetzt habe ich nur bestätigen müssen, dass er auf den Ledger zugreifen darf. Und hier sehen wir, dass es sehr viele Apps gibt, die wir noch installieren können. Wir haben noch nichts installiert. Das bedeutet, was wir sehr schnell machen werden, ist, wir werden uns einmal die Konnektivität zum Bitcoin installieren, also das Bitcoin-App. Binance Smart Chain können wir. Okay, Ethereum hätten wir so und so auch installiert, das ist kein Problem. Hier brauchen wir, weil ich noch habe, persönlich auch Polygon. Ist ein sehr, sehr guter Coin. Binance ist jetzt in der Warteschlange, weil er irgendwo die Ethereum Chain hat, die er gerade installiert im Hintergrund. Hier könntet ihr noch Ethereum Classic, Litecoin, Cosmos, also es gibt mittlerweile Solana. Kann man auch machen, also da gibt es schon sehr, sehr, sehr viel. Er installiert jetzt gerade die Binance Smart Chain und man sieht auch am Ledger, wie ein App nach dem anderen kommt und ich kann auch schon das Ethereum App sehen. Das heißt, er installiert da jetzt gerade die ganzen verschiedenen Apps. Viel mehr als das werden wir nicht brauchen. Schauen wir auf installierte Apps, sehen wir Ethereum, Bitcoin, Polygon und die Binance Smart Chain. Schauen wir uns jetzt unser Portfolio an. Das heißt, wir haben noch kein Konto hier. Jetzt gehen wir auf Konto hinzufügen. Wählen Sie einen Kryptowert. Wir nehmen Bitcoin mit BTC weiter. Und jetzt sagt er, Open BTC App on your Ledger. Und wir sagen, ja, Bitcoin ist ready. Dafür haben wir vorher das App installiert. Jetzt lädt er noch Daten, er synchronisiert noch die Stände, synchronisiert vor allem auch das Konto und so weiter, liest auch die Art des Kontos aus, welches Konto es ist beim Bitcoin. Ist es ein Segwit-Konto, ein normales, ist es im Prinzip Lightning-Network-fähig oder auch nicht, da gibt es ja auch verschiedene. Hier braucht ihr im Endeffekt nichts tun, er macht das von selbst und hier können wir jetzt sagen, Konto hinzufügen. Konto erfolgreich hinzugefügt, fertig. Und jetzt sehen wir hier, müssten wir sehen, dass wir ein Bitcoin-Konto haben. Es ist ein natives Bitcoin-Konto, so Segwit. Und hier können wir zum Beispiel sagen dann, wenn wir draufklicken, wir würden gern Werte empfangen. Da machen wir das gleich mit Ethereum, weil dann ist das am einfachsten. Das ist am Konto hinzufügen. Wir nehmen Ethereum weiter. Jetzt zeigt er uns am App gleich wieder das Ethereum-App an. Wir sagen ja, öffnen. Dann macht er jetzt das Gleiche, wie wir gerade vorher beim Bitcoin-App gesehen haben, dass er sich synchronisiert, die Konten miteinander verbindet und es uns im Endeffekt im Nachhinein bestätigt. Ja, das Konto heißt, wir lassen gleich den Namen so gleich mit Ethereum 1. Wir können es aber auch Ethereum Ledger nennen. Ist wurscht, weil es eh über den Ledger abgesichert ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier Kryptos empfangen oder senden wollen, können wir zum Beispiel, das ist klar, können wir zum Beispiel hier auswählen, bei Empfangen, dann zeigt er uns die Konten, die wir haben. Wir nehmen Ethereum, ganz wichtig, bitte nur Ethereum drauf schicken, dann gehen wir auf Weiter. Dann lädt er wieder Daten, die er verifiziert den Ledger. Wir verifizieren die Adresse, zeigt er uns jetzt am Ledger, wenn wir weitersuchen.
Diese Adresse vergleicht ihr jetzt mit dem Ledger. Also diese Adresse hier wird euch auch auf dem Ledger angezeigt. Hier könnt ihr euch den QR-Code anzeigen lassen, damit ihr es hinbuchen könnt, oder ihr könnt es hier einfach kopieren. Wenn die Adresse richtig ist und zusammenpasst mit dem, was ihr am Ledger seht, könnt ihr am Ledger approven. Adresse ist sicher und fertig freigegeben. Das bedeutet, nochmal ganz kurz zur Wiederholung, ihr geht auf Empfangen und hier seht ihr schon, er zeigt euch die Adresse. Die gleiche Adresse seht ihr hier auf dem Ledger. Dort könnt ihr jetzt hinbuchen, indem ihr hier QR-Code anschaut und scannt oder indem ihr hier die Wallet-Adresse kopiert. Und am Ledger seht ihr das gleiche nochmal, approved die Adresse und sagt fertig. Das bedeutet, dann ist eure Transaktion, habt ihr, und das funktioniert im Prinzip mit allen Konten so. Wir können hier noch ein Konto hinzufügen, zum Beispiel für, nehmen wir den USTT auf der Ethereum-Chain, den Tether, das ist ein Tether als Token auf der Ethereum-Chain. Hier sagen wir, ja, wir würden gern Tether einrichten. Dann sagt er uns selbstverständlich wieder, aufpassen, Ethereum-Chain, alles nur über die Ethereum-Chain. Dann zeigt er uns wieder ein Wallet an, was wir hier am Ledger verifizieren können. Das Wallet können wir so wie vorher mit QR-Code und so weiter, können wir hier wieder hinbuchen und arbeiten. Und wie wir dieses Wallet approven, ist es sicher und freigegeben. Das heißt, unterm Strich, den Ledger einzurichten, ist nicht wirklich kompliziert. Unter My Ledger seht ihr alle Apps, die ihr im Prinzip am Ledger bereits installiert habt, also weitere Blockchains, wenn ihr euch verbinden möchtet. Ihr findet hier die installierten Apps. Hier habt ihr eine kleine Übersicht, wie viel Speicher schon verwendet wurde. Und wir sehen, es ist von den, die Schlüssel brauchen nicht wirklich viel Speicher. Ja? Und hier könnt ihr im Prinzip, ihr könnt hier auch suchen oder ihr könnt sie auch sortieren nach Alphabet, Marktkapitalisierung. Und ihr seht erst eine Unsumme an verschiedenen Blockchains und Coins, die ihr bereits bereits verwenden könnt. Ja. Wir machen jetzt einen kleinen Versuch, und zwar nehmen wir unser Ethereum-Wallet her, entsperren unser Ethereum-Wallet, gehen hier nochmals auf Empfangen, gehen auf den Ethereum. Natürlich wollen wir die App öffnen. Wir gehen jetzt wieder so weit, wo wir vorher waren. Jetzt schauen wir uns die Adresse an. Diese Adresse kopieren wir. Und wir werden hierher gehen bei Ethereum und werden sagen, Ethereum senden an. Dann sagt er uns, das ist eine neue Adresse. Wir können die Adresse mit 0x610, 3f8 können wir sie kurz vergleichen. Der Betrag, den wir jetzt schicken zum Testen, sind 0,1 Ethereum. Schicken wir mal 130 US-Dollar. Ist okay. Gaspreise sind sehr hoch. Oh mein Gott, ja, okay. Für diese Testzwecke ist es uns jetzt egal. Wir schicken das trotzdem. Und da haben wir die Adresse beim Ledger Live hier bekommen. Und sagen hier Approve. Das heißt, die Aktivität hier sehen wir 0,1 Ethereum. Wir können uns auch dies im Block Explorer anzeigen lassen. Die Buchung ist bereits durch. Das heißt, wenn wir hier fertig, ja, wurde durchgebucht, und jetzt schauen wir es uns im Block Explorer an. 132 Ethereum von an, und das war unsere Adresse, die wir hier immer hatten, und jetzt synchronisieren wir unseren Ledger. Hier oben war er nicht synchronisiert, darum war der Wert nicht da, und wir sehen bereits die 0,1 Ethereum. Ihr könnt hier auch noch Favoriten markieren, dann geht das Ganze noch ein bisschen schneller. Wenn wir uns die letzten Punkte hier noch anschauen, könnt ihr hier Kryptos kaufen und verkaufen. Diese Funktion nutze ich aber eher weniger, weil ich das meistens über Exchanges mache, so wie wir es unter unseren Partnern empfehlen. Mit Binance arbeite ich hier oder arbeiten wir hier sehr, sehr, sehr stark. Hier könnt ihr Kryptos noch untereinander tauschen oder switchen. Diese Funktion ist ganz witzig. Hier müsst ihr immer aufpassen, bitte auf die Spesen. Das heißt, wenn ihr Werte, alles was am Ledger möglich ist, könnt ihr jetzt tauschen. Ihr könntet zum Beispiel jetzt unsere 0,1 Ethereum in Bitcoin tauschen oder in eine andere, hier seht ihr die Chain, in einen anderen Token in der Ethereum-Chain oder was ihr am Ledger installiert habt. Der letzte Punkt,
ist neu. Das ist das Thema Karten, Your Crypto, Your Life. Und das gibt es im Prinzip auch mehr oder minder Kreditkarten oder Karten. Hier müsst ihr heute Accounts erstellen, euch einloggen. Wir empfehlen hier, oder ich persönlich auch, empfehle hier immer die Binance. Es gibt von der Binance auch eine Kreditkarte. Und wir wählen, also ich verwende sehr, sehr gerne die Binance-Kreditkarte. Ja, hier im Portfolio bin ich jetzt gespannt. Ja, sehen wir unsere 0,1 Ethereum. Hier unten sehen wir die 0,1 Ethereum. Dieser Wert ist halt immer in US-Dollar dargestellt, könnt ihr unter den Einstellungen auch abändern, aber aufgrund der Euro-Schwäche aktuell würde ich Ethereum lassen und hier seht ihr auch die letzten Aktionen im Dashboard. Für jeden, der das, also Kryptos, Ethereum, Blockchain und so weiter, ein bisschen genauer verstehen möchte, auch die Hintergründe verstehen möchte, den lade ich herzlichst ein, unsere Blockfeller Akademie zu buchen und zu besuchen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Für jeden, der am Laufenden gehalten werden möchte in der Krypto, den kann ich einerseits unsere Gratis-Telegram-Gruppe empfehlen. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und für jeden, der mit uns gemeinsam nachhaltig, aktiv, aber auch passiv Geld verdienen möchte in der Krypto, der sei an dieser Stelle freundlichst an unsere VIP-Gruppe verwiesen im Telegram. Den Link findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Also mir hat das Video riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch macht die Verwendung des Ledgers eben viel Spaß. Wir würden uns so wie immer über ein Like, ein Abo und ein Kommentar freuen, wenn die Kommentare qualifiziert sind. Wir bedanken uns für eure Zeit und freuen uns auf das nächste Video mit euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.